Übrigens ist dein Spiel viel lauter als du selber, wenn du sprichst. Dann mache ich natürlich auch das Spiel ein bisschen leiser. Es tut mir sehr leid. Hat Kitty meinte zu mir, sei jetzt alles okay. Ich hoffe, jetzt versteht man mich ein bisschen besser. Ich sagte, ich habe die ganze Zeit von Frugalismus gesprochen und dass wir uns doch mal ein Beispiel an dir nehmen sollten. Weil, soweit ich weiß, machen das ja Frugalisten besonders. So, dass die darauf achten, was für Käufe sie tätigen und sehr vorausschauend auch in die Zukunft blicken. In dem Fall. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jacker an dieser Beute interessiert wäre, aber es gibt keine Spur von ihm. Ja, das habe ich gedacht. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Ich wäre ein Frugalist, während ich gleichzeitig Geld in euren Stream gebe, um euch zu unterstützen. No, ich gebe wohl viel aus. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas übrig gelassen hat. Aber wo kann er ja, sein? Ja, ich dachte vielleicht, dass es in diese Richtung geht zumindest. Ja, manche haben halt vielleicht doch eine Vorliebe für... Ja, keine Ahnung. Ja, so vielleicht geht es ja so in eine Richtung, vielleicht... hast du da so bestimmte Dinge, die du da halt gut findest oder halt eben auch nicht? Ich weiß es doch nicht. So, wo gehe ich jetzt lang? Ah ja, am Ende. Ja, das hatte ich mir vor uns nämlich auch so ein bisschen gedacht. Ist es dann. Habe einfach gut angelegt, aber natürlich ein bisschen Glück gehabt. Ist immer gut, ein bisschen was anzulegen. Ist immer gut. Hätte meine Mom mir damals mal ein bisschen mehr beigebracht zu diesem Thema, Geld anlegen, wäre ich vielleicht auch ein bisschen klüger in dem gewesen. Aber, nee, hat sie nicht. Ich habe mir das, was ich jetzt heute weiß, was man an Geld anlegen kann und vielleicht auch mal sollte. Ich glaube, ich bin gerade im Kreis gelaufen. Muss ich mir tatsächlich auch eher selber beibringen. Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass sie mich da an die Hand nimmt und hätte gesagt, hey, trau dir auch mal was Neues aus. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Die kann Richard Jackson nicht enthauptet haben. Ja. Aber mit Sicherheit hat sich da auch jeder selber erstmal durcharbeiten müssen. Jetzt kommen die Baba-Spinnen.
Ich kann nur erahnen, wie sehr sich diese Spinnen vermehrt haben, seit Jackdaw hier war. Oder hat einfach einen verdammt guten Job gehabt, ne? Also haben ja bestimmt auch viele. Und lassen sich halt dementsprechend auch gut bezahlen. Soll ja auch jedem sein gutes Recht sein. Ne? Freut mich natürlich, wenn du dann mit 40 in Rente gehen kannst und wir immer noch streamen. Ey, irgendwann sind wir dann die alten Omis und Oppis, die dann weiter streamen. Ja, weißt du denn? Hast du es noch nicht gemerkt? Hast du wieder in die Windel geschissen oder was hier? Wo sind jetzt die andere? Wo ist die andere? Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Rune, wo bist du? Ach, guck mal, hier unten geht's noch weiter. Okay. Haha, weißt du, damals bei Hotzocken. Sowas dann. Ja, genau, sowas dann. Weißt du, damals beim Hogwarts-Zocken die ganzen Spenden, die hab ich voll erschreckt. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Und die Olle hat immer dasselbe gesagt. Aber die Grafik war schön. Und die Aufmachung und die Details. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Und an die Seiten. Sieh mal an. Richard Jackdaw. Schade. Diese Splitter sind wohl die Überreste von Ollivanders Zauberstab. Wenigstens kann ich die Seiten mitnehmen. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Concentration, wir kriegen jetzt hier Besuch. Macht ja natürlich die Leute auch gerne mal. Expelliarmus sollte euch entwaffnen. Ja, das haben wir doch schon gemacht, Cookie. Da hinten sind noch so riesige Typen. Jetzt kommen die. Okay. Mit denen ist natürlich überhaupt nicht zu spaßen. Oder doch? Okay. Mit denen ist wirklich nicht zu spaßen. Schnellzauber. Das ist unheimlich. Was geht da vor? Sporen alter Magie. Ob wir hier... Schade. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Na dann, auf ins Getümmel!
Ich denke jedes Mal, ich laufe durch Wasser. Wo bin ich? Ja, das frage ich mich auch. Sieht aus wie Gringotts. Oh nein, der Raum wird langsam geflutet. Oh. Und dann? Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier herausgefunden habe. Wo bin ich hier? Ich muss bloß mal kurz ausstauben. Dankeschön. Oh mein Gott, das sieht aber schön aus. Kann das sein? Rackham. Rackham. Ah, danke nochmal fürs Gesundheitssagen. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isidore Morganock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von Ihnen. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Okay, dann würde ich sagen, wir holen das Buch von dem Professor Fig und dann werden wir erfahren, was hier passiert ist. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Okay. Oh, wir können jetzt Talente aussuchen. Und... Ey. Zaubersprüche, okay. Okay. Wir haben verschiedene Talente, Haupttalente, Zaubersprüche und. Ja. Ich würde jetzt hier oben wieder rausgehen und dann würde ich nämlich gerne herausfinden wollen, was es hier mit diesem Denkarium zu tun hat. Zwischenzeitlich wird geschnickt. Lieber. Love.
Revelio kann manchmal helfen, die Lösung schwieriger magischer Rätsel zu enthüllen. Okay. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer. Was soll ich mit dem Buch? Ich spare übrigens meines Kittens für Bodypainting. Der Kittens für Bodypainting. Ist das in Ordnung? Natürlich ist das in Ordnung. Natürlich. Hast du denn einen besonderen Wunsch? Ja, das war gerade meine Intention auch. Zu erfragen, ob es denn einen bestimmten Wunsch gibt. Da ist eine Kiste. Wir nehmen alle Kisten mit. Oh, das ist schon wieder so eine Ich-guck-dich-nicht-böse-an-Kiste. Okay, das ist die... Oder ich erschrecke mich vor dir, Kiste. Du bist mir so unheimlich. Wir müssen auf jeden Fall uns verstecken vor dieser Kiste. Und damit machen wir das nämlich mit diesem Versteck-mich-Zauber. Erzähl uns, was du gerne haben möchtest. Und da ist nämlich ordentlich viel Geld drin. Muss man dazu wissen. Ha, wir sind in Hogwarts. Okay. Also wir sind vom verbotenen Wald in Hogwarts wieder gelandet, würde ich mal behaupten. Ich bin wieder in Hogwarts, wenn Professor Fig wohl zurückkommt. Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studien nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Nicht wirklich, ist aber auch eine Weile hin. Hab erst 8886. Ja, aber wie gesagt, wenn du eine Idee hast oder speziellen Wunsch, hau ihn raus. Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder... Kitty, tu nicht immer so unschuldig. Das funktioniert doch eh nicht. Verschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Erudus und teste sie zugleich. Weihe, begib dich zur Flugstunde. Na dann. Wir gehen zur Flugstunde! Das bedeutet ungefähr, wir spielen schon 10 Stunden das Spiel. So Pi mal Daumen. Ich weiß leider nicht, wie viel es wirklich ist, aber... so um die 10 Stunden braucht das Spiel, um überhaupt... Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Um überhaupt zur Flugstunde zu kommen. Oh, ich sag mir doch, dass ich einfach nur da lang laufen muss. Oh, Mann. Die machen es echt spannend. Ich finde, Bodypainting ist eine tolle Kunst. Beeindruckt mich wirklich. Oh, danke schön. Ich habe gerade draußen gepennt. Alter, warum ist es immer so neblig in Hogwarts? Auftrag anfangen. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Ja.